Ich begrüße euch herzlich. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Freizeitaktivitäten, und zwar Sport. Wir wiederholen die Lexik, üben die Grammatik, lesen und hören Texte. Ich bereite für euch ein schönes Gedicht vor. Eure Aufgabe ist, die Sportarten auszusuchen. Lest bitte vor. Nun, hier sehen wir die Sportarten. Alle zusammen, sprecht nach: Boxen, Ringen, Judo, Schießen, Fechten, Taekwondo, Hürden, Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, Eishockey, Langstreckenlauf, Diskuswerfen, Speerwerfen, Hammerwerfen, Wasserball, Volleyball, Schwimmen, Kanurensport, Rudern, Tennis, Badminton, Segeln. Jetzt üben wir. Ratet mal, welche Sportart ist das? Richtig, Fußball. Und hier? Das stimmt, Tanzen. Welche Sportart ist das? Gut, Ballett. Und auf diesem Foto? Genau, Basketball. Und was für ein Sport ist hier? Richtig, Reiten. Und wie heißt diese Sportart? Gut, Volleyball. Welche Sportart ist das? Eislaufen. Wie nennt man diese Sportart? Richtig, Tennis. Welche Sportart ist das? Das stimmt, Schwimmen. Und diese Sportart? Gut, Tischtennis. Das nächste Bild? Ja, Judo. Und welche Sportart ist das? Boxen. Und das letzte Foto? Das stimmt. Skifahren. Es ist wichtig, Sport zu treiben, denn man sagt, Sport treiben, gesund bleiben, im gesunden Körper, gesunder Geist. Aufgabe Nummer 2. Welche Sportart macht ihr und warum? Tauscht eure Antworten aus. Ihr habt 10 Minuten Zeit. Nächste Aufgabe. Wählt die Antwort. Was ist richtig? Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7. Sehr schön. Aufgabe Nummer 4. Teilt die Sportarten in verschiedene Kategorien ein. Was passt zusammen? Ordnet zu.
Jetzt prüfen wir. Nummer 1. Nach den Teilnehmern Mannschaftssport und Individualsport. Nummer 2. Nach den Hilfsmitteln Reitsport, Radsport, Motorsport. Nummer 3. Nach Jahreszeiten Wintersport, Sommersport. Nummer 4. Nach der Art der Durchführung Spielsport, Kraftsport. Nummer 5. Nach dem Gegner Kampfsport, Geschwindigkeitssport. Und Nummer 6. Nach dem Austragungsort Hallensport, Wassersport, Bergsport. Nun wiederholen wir die Grammatik und konjugieren das Verb brauchen. Ich brauche, du brauchst, sie braucht. Wir brauchen, ihr braucht, sie brauchen. Zum Beispiel, ich brauche einen Ball, ein Fahrrad, eine Sporthose, Sportschuhe. Und jetzt die Aufgabe. Was willst du machen? Was brauchst du? Zum Beispiel, ich will Tennis spielen. Ich brauche einen Tennisschläger. Macht selbst weiter. Nun vergleichen wir, hier ist die Lösung. Nächste Aufgabe. Ich schlage euch vor, die Tabelle auszufüllen. Jede Gruppe bekommt die Sportarten. Wo werden diese Sportarten ausgeübt und welche Nutzen bringen sie? Schreibt auf. Zum Beispiel Sportart Federball. Wo kann man sie treiben? Im Sportsaal. Welche Nutzen bringen sie? Entwickelt Reaktion. Nächste Aufgabe. Hört zu. Was ist richtig? Was ist falsch? Jetzt hören wir das Gespräch, aber zuerst lest bitte die Sätze durch. Lektion 1b. 5. Joachim ist Leistungssportler. Hallo Oliver, das ist mein Freund Joachim. Hallo Joachim. Stell dir vor, Joachim ist Leistungsschwimmer, fast schon ein richtiger Profi. Toll, aber gehst du denn nicht zur Schule? Doch, aber am Nachmittag fahre ich immer ins Olympiazentrum zum Training. Wie lange musst du denn trainieren? Naja, so 3-4 Stunden am Tag mindestens. Ja, aber wann lernst du denn dann? Das ist so ein Problem. Manchmal, vor den Meisterschaften, mache ich die Aufgaben einfach gar nicht. Wenn ich Pech habe, bekomme ich halt eine schlechte Note. Sonst lerne ich am Abend, wenn ich nach Hause komme. Aber oft bin ich schon ganz schön müde. Das kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem, das ist doch toll. Joachim hat mit seiner Mannschaft die Junioren-Europameisterschaft gewonnen. Und er fährt überall hin zu den Wettkämpfen. Nach Frankreich, nach Amerika,
nach England. Mensch, das möchte ich auch. Sag mal, willst du eigentlich später mal nur Leistungssport machen? Ich meine, willst du Vollprofi werden? Ich glaube nicht, dass ich Chancen habe. Weißt du, da muss man immer am Ball bleiben. Wenn man nur ein paar Wochen nicht trainiert, kann man nicht mehr mithalten. Die Konkurrenz ist ja schon bei uns Junioren so stark. Ja, warum machst du dann das alles? Ach, weißt du, ich schwimme wahnsinnig gern. Und wenn ich dann auf dem Treppchen stehe, eine Medaille um den Hals, das ist schon super. Und außerdem... Hat er Chancen bei den Mädchen. Erst heute hat Anne wieder gesagt, ach, der Joachim ist so süß. Ach Mensch, hör doch auf. Habt ihr richtig gemacht? Ich hoffe ja. Hier ist die Lösung. Nächste Aufgabe. Beantwortet bitte die Fragen. Was sind die drei beliebtesten Sportarten der Jugendlichen in eurem Land? Was glaubt ihr, wie ist die Situation in Deutschland? Bitte vergleicht eure Ergebnisse mit der Statistik. Schaut Video an. Das ist die Hausaufgabe. Ihr findet im Internet in einem Blog zum Thema Sport International folgenden Beitrag. Eure Hausaufgabe. Schreibt eine Antwort, ca. 50 Wörter und beantwortet die Fragen von Klaus. Vielen Dank und auf Wiedersehen und alles Gute.